Ich müsste Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Tochter, wenn es so weitergeht mit dem Rest von der Klasse, leider nicht mithalten kann. Also ich und meine Kollegen, wir tun wirklich alles, um sie zu motivieren. Aber ja, vielleicht wissen Sie, wieso es Ihrer Tochter so schwer fällt, sich in der Schule zu konzentrieren. Gibt es vielleicht irgendwelche Probleme daheim, im Freundeskreis oder schusch irgendwo? Sie schafft es einfach nicht, in der Schule da anwesend zu sein, mental. Ja. 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 Also ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie da gewesen sind. Wir sehen uns sicher wieder einmal. Wiederschauen. Das war jetzt echt heavy. Ich glaube, überhaupt nicht verstanden. Wie soll ich aus den Jugendlichen heutzutage verantwortungsbewusste, selbstständige Leute machen, ohne ein Minimum an Unterstützung aus dem Elternhaus? Ich allein kann nicht bergversetzen. Ich bin echt nicht Superwoman. Ich hab sie Kinder gewählt, nicht ich. Also helft's mir. Ich bin eine Lehrerin. Ich bin nicht Gott. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ist gut. Und dass Sie Ihren Sohn mitgebracht haben. Normalerweise ziehen wir es vor, wenn die Eltern alleine zu uns kommen, damit man auch einmal so Themen besprechen kann. Kinder müssen ja nicht immer alles mithören. Na, das ist bei uns schon in Ordnung so. Also Sie müssen wissen, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Und das wäre schon sehr wünschenswert, wenn Sie sich da auch frei äußern könnten. Sie wissen ja selber, wie sensibel er ist. Immer bereit, sich zu verändern und was dazu zu lernen. Deswegen können Sie sich frei äußern hier. Es gibt ja keine Probleme mit ihm, oder? Ja, Probleme. So ab und zu. Also es gibt schon Situationen. Er ist ein Musterschüler. Er ist fleißig und auch den Mitschülern gegenüber so Flegel, vorbildhaft, vorbildlich, ja, und freundlich. Ja, Frau Schwimmbacher, danke, dass Sie gekommen sind. Sie brauchen auch das nächste Mal nicht mehr kommen. Ist ja in diesem Fall alles in Ordnung. Fiders. Haben wir nichts anderes erwartet. Ich bleib hier, Mami. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, dann musst du wissen, was du erreichen willst. Wenn du leicht so ein Blablabla leben willst, dann mach gleich weiter mit deinem ja, ich tue eh alles, was man mir sagt, Hausaufgaben, ja klar. Ich mach sie auch. Und ich weiß nicht mal wieso. Weil da geht so viel Zeit drauf, die ich eigentlich für etwas viel Besseres benutzen kann. Wie zum Beispiel... Na dann, was möchtest du bequatschen? Es geht um die Unterrichtsmaterialien, die sie benutzen. Ich bin in keinster Weise mit den Inhalten dieser Bücher zufrieden. Du bist was? Nicht einverstanden. Rede ich Spanisch oder so? Wenn Sie sich auch nur ansatzweise weiterbilden würden, dann würden Sie mich jetzt verstehen. Ich bin nicht mit diesen Unterrichtsmaterialien zufrieden. Jetzt mal halblang! Also, liebe Süße, ich habe hier ein Buch mitgebracht, in dem meiner Meinung nach alle Dinge drin stehen, die wir zum Lernen brauchen. Ich würde sagen, wir lassen das die Entenhausner regeln. Da
Wenn man nett ist und interessiert, kriegt man sowieso alles. Wenn die Lehrerin auf Frage an die Klasse steht, dann hebe ich so die Hand auf und tue so, als wäre ich voll aufgeregt, weil es alles weiß. Und wenn mir die Lehrerin dann drüber nimmt, dann sage ich einfach irgendein Blödsinn, weil ich weiß, dass es sowieso allem stimmt. Schau, eben wieder die beste Note. Das ist unglaublich. Meine Mama sagt, ich bin übelst begabt. Wir haben halt Physikschüler mal zugekriegt. In die beste Note. Schau. Also ich muss schon zugeben, mein Leben ist richtig chillig. Und manchmal, wenn man so jetzt vorne vorbeikommt und denkt sich, yo, Digga, in meiner Nähe, na, ist egal. Jetzt fliegen die Fallsteine, die Fresse ist poliert und fertig. Na, no, so richtig du seine... süß! Alles okay, die Erd? Nein, mein, war für ein fantastisches Lehrerin, ne? Auch so Schulen, ich eher so imponiert. Och som min Pernille, hon har det så gott där. Jag är så glad för det. Och hon, lärarinnen, hon hade den utstrålning. Och så var hon så tuff och så stilig. Helt